So, Leute, wir sind wieder zurück. Und ja, ihr kennt den Plan noch. Aus irgendeinem Grund hat er wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das danach wie in Dings waren, in Einzelhaft. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt genug Zeit. Wir müssen uns von nichts drängen lassen, jetzt wo wir den Plan kennen. Und wir haben einen Tag Zeit, um uns so zu buffen, dass wir hier durchkommen. Also hier rauskommen. Das eigentlich Wichtige, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir da nur bei den Appellen sein müssen. Und sonst ist es nicht wichtig. Also, vielleicht sobald 9 schlägt, machen wir das dann. Weil dafür kriegt man nur begrenzt, ja, begrenzte Strafe, nehme ich an, weil es ist nicht so super stark, die Strafe, die man kriegt. Beim Appell gibt es direkt diese Abriegelung, die es auch gibt, wenn man, ja, geh ruhig, geh weiter, ich gehe hier sowieso nicht weg. Aber ja, gibt es dann direkt Absperrung, dass man nicht mehr raus kann. Und wir könnten uns das zunutze machen, zum Appell warten, aber ich glaube, da oben sind diese Scharfschützen, weswegen wir warten müssen. Achso, wir haben Freizeit, okay. Ja, mir ist aufgefallen, dass wir den Job noch nicht brauchen, das heißt, wir haben extra nochmal 1 Stunde, die wir arbeiten können. So, gibt's noch was ich vergessen habe? Oh ja, klar, wo wir die überhaupt finden. Ja, das ist eine gute Frage. Weil von dem, was ich weiß, ich weiß nicht, ob es rausgenommen wurde. Ich hoffe, es wurde nicht. Ich hätte noch nicht glauben, was ist. Aber ich glaube, man muss jede Wache mehr und einmal verprügeln innerhalb einer Stunde. Ich glaube, das Neue, das zu einer Stunde ist. Weil innerhalb dieser Stunde werden dann halt na, wenn eine Stunde, sagen wir mal so, wenn eine Stunde vorbei ist, wird der Zeiger wieder zurückgesetzt. Und man muss wieder bei Null anfangen. Also, um es mal richtig zu sagen, man muss es schaffen, in einer Stunde jeden einzelnen Wärter zu besiegen. Und wenn man kann, dann gehen noch den Schlüssel nehmen, würde ich sagen. Wisst ihr auch deswegen wieso? Nein? Weil ich glaube, wir können ja sogar auch in der Freizeit. Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, dass ich euch zeigen kann. Ich hoffe mal. Wir haben hier das schwarze Schloss. Also von dem, ich weiß nur, dass es sich automatisch öffnet, wenn man dieses Ziel von jedem verprügeln und der Typ da, den man nicht verprügeln kann, hier, der Direktor. Der Knopf. So, den Typen hier kann man nicht verprügeln. Wenn man könnte, könnte man sich theoretisch jeden Schlüssel nehmen. Aber man kann es nicht, also. Obwohl, jetzt kommt das Mittagessen. Ich glaube jetzt. Ich glaube, du bist jetzt mit Mittagessen. Dann können wir nämlich was essen gehen. Also, das, was wir hier noch brauchen, ist allerdings eine Waffe. Eine Waffe wird uns das Leben viel einfacher machen. Wahrscheinlich kriegen wir es allerdings nur von Alfonso hier drüben, vielleicht. Ich glaube, wir sollten eine offensichtliche Waffe nehmen. Hey du, komm mal her hier. Folie, Pfeile, Ersthilfekasten, okay, nein. Ich glaube, man könnte ganz einfach aus. Kann ich auch essen? Nein. Ich darf nicht, nein. Darf ich essen? Gut, dann darf ich anscheinend nicht essen. Hast du was? Nö, du hast nichts. Warte, ich glaube, da war noch ein Händler, den ich nicht gesehen habe. Klar, mein Boy. Boy. Schokolade. Ich finde, du bist Lukas. Ich dachte schon. Tschüss, meine Amigos. Tschüss. So, jetzt habe ich die Arbeitsstelle. Die müssen wir allerdings machen. Unsere Dings ist nicht hoch und runter gegangen, weil wir aus irgendeinem Grund nicht wirklich essen konnten. Also müssen wir erstmal die ersten 15 Minuten dafür uns. Wow, Zeit war schnell. Ja, wie weit sind wir denn jetzt? Wie viel ich kann sehen?
Also, die Hälfte ist 25. Das heißt, wir können insgesamt bis zu 50 Leben kommen. Die Frage ist nur, wie viel Schaden wir dann machen. Hi, Chess. Nein, ich verprügle keinen Officer. In den späteren Gefängnissen, ich habe wirklich schon mal Playthrough und habe aber die Hälfte vergessen von dem, was man irgendwie machen kann und machen muss. Ich war nur noch auf die verschiedenen Wege, wie man aus jedem Gefängnis rauskommt. Müsste wirklich mal machen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. Ich glaube, wir bringen jetzt einmal Leben zu 30 oder 35. Ja, 35 geht ja eigentlich ziemlich schnell. Aber dann sollte das eigentlich so einfach sein. Weil wir brauchen das Geld, wenn ich ehrlich bin. Nicht. Wenn, dann könnten wir ein paar Aufträge machen. Das ist. Ich bin schneller. Als wenn man Dings macht. Als wenn man Arbeit macht. Weil Arbeit ist nur. Ist so gesehen ein Gimmick, die bezahlen einen. Weil es ist realistisch, dass sie einen bezahlen. Deswegen. Eigentlich ist es nur dafür da, damit man verschiedene Sachen kriegt, um auszubrechen. Natürlich muss man in späteren Fällen auch ein Risiko dafür aufnehmen. Ja. Also ich werde jetzt hier eine Weile trainieren und so. Bis gleich. Also, ich habe jetzt vor dem Platz machen, wir sind bei wie viel? 66 und 70. Ich habe ein Gefühl, das reicht. Wenn nicht, können wir auch noch den Tag überleben und das am nächsten machen. Weil, ach, wieso nicht? Auf jeden Fall, ich glaube, wir werden anfangen damit, Officer, wie noch immer, zu erledigen. Seinen Schlüssel zu nehmen. Obwohl, nein, ich glaube, das können wir gar nicht machen. Ich glaube zumindest. Also, ich glaube, das erste, was wir machen sollten, ist einfach das Ding hier zu nehmen. Wir haben jetzt den Typen verprügelt. Aha. Und wie viel haben wir verloren? 10 Lebenspunkte regenerieren, aber. Oh, nee, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. So, ah ja, so ging es, so ging's, so ging's. Dibble, dibble, dibble. Ah ja, geht viel schneller. Das Gefängnis war, ich schlage vor, nicht zu draußen. Ah ja, jetzt können wir nämlich gehen. Wir müssten also drei Leute erledigen. Vielleicht nicht fürs nächste. Ah, können wir gar nicht. Das ist doch mal ein Witz. Wir können das gar nicht. Also wer von euch Loser hat den Schlüssel? Grüner Schlüssel. Du hast nicht mal mehr einen Schlüssel. Aber ich sag nicht, kann gehen. Wieso kann ich nicht gehen? Ich will gehen. Einer der Wärter hat gemeldet, wir haben sie zurückzuverwehren. Du änderst das also nicht. Ja, also ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Soll das ein Scherz sein? Ich kann den Scheißschlüssel nicht nehmen. Achso, die Wärter gehen ein Stück zurück. Aha, also ich werde dann hier weiter trainieren. Und. Na, ich glaube, ich mache das dann am Tag. Ich glaube, ich gehe dann gleich noch das Frühstück trainieren, dass ich wieder auf die alten Werte komme. So, also gleich ist Mittagessen. Und ich nehme an, dann ist die perfekte Zeit, um zu schlagen. Jetzt sind nämlich die Tür automatisch offen, weil es Tag ist. Ich dachte, wir könnten einfach rausgehen, aber ich nehme an, nur die Tür unten ist geöffnet, also die richtige. Dann schlagen wir die Tür und das Mittagessen zu. Wir brauchen ein paar Schläge, weil wir die Faust haben. Wir haben ja den Schlagzeug nicht mehr. Also ich warte dann einfach hier drinnen. Es gibt nur noch kein Essen. Wird das hoffentlich gleich aufgefüllt. Wir können. Oh doch, wir können eine Gabel benutzen. Obwohl, warte, nein, ich will Plastikmesser haben, ich will abstechen. Macht das mehr Schaden oder? Wo sehe ich, wo ich Schaden mache? Ja, egal, nehmen wir Messer. Oh, egal. Nee, egal, dann fangen wir jetzt schon an. Abstechen. Abstechen. Ah, er hat auch den gelben Schlüssel. Das ist gut zu wissen. Warte, das war keine gute Idee, die Werthausreform dahin zu packen. Ja, du kannst die Gabel nehmen. Ich nehme den Schlagstock. Okay, dann nehme ich die Gabel halt wieder. Zack, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war, weil ich glaube, das wird auch wieder gemeldet werden. Dann können wir, während ich alle umbringe, in Einzelhaft. Ich hoffe nicht, dass das passiert.
Ah, hey. Wehe, ich muss wieder in einen Club bewegen. Okay, der Shop-Tor ist offen. Jetzt kann ich einfach rausgehen. Los, 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 los. Ja, ich hab geschafft. Das, was ich gemacht habe, ist nicht ausgebrochen, wenn Leute auf mir landen. Ah, schlechte Führung, minus 28, ist noch nicht viel. Ich habe Gesamtpunktzahl von 46.000. Spielerwert 800, Spielerruf 1340. Gute Führung 145, ja, geht doch. Benötigte Tagebonus 17.000. Naja, ich war ziemlich effizient, wenn ich ehrlich bin. Also, das nächste, was wir machen, ist Stalag-Flucht. Hier drin ist nicht nur das Essen kalt, bring lieber deinen Thermounterwäsche mit, um dir den harten Bedingungen auszuhelfen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und ich werde jetzt ein paar Rezepte aufschreiben und so. Also die sind wir für ein paar Monate, Jahre nicht mehr kommen. Bis dann eben mal. Halt.